Moin Leute, Herbert hier und ein herzliches Willkommen hier zurück zum Euro Truck Simulator 2 hier in einem wunderschönen Scania und zwar einem 730S, wunderschönes Modell mit einer gigantischen Lokomotive auf dem Rücken. Wunderschön, 61 Tonnen schwer auf dem Weg nach Foslo hier in Lettland heute. So, wir starten auch in Lettland in wie heißt das Örtchen nochmal? Ventspils. Ob es so ausgesprochen wird, bin ich mir nicht sicher. Ich denke aber nicht. So, wir schmeißen mal den Motor an. Einmal die Pedale durchdrücken. Unser tägliches Brot. Nicht gibt uns heute, sondern gibt uns die heiligen Einstellungen. Was ist hier los? Ich habe ein Kabel zwischen den Beinen. Moment. So, herrlich. So. Schön wieder da zu sein. So, Licht ist an. Brauchen wir nicht. Wir haben Navi. Und dann bringen wir diese wunderschöne Lokomotive mal dahin, wo sie hingehört. Nämlich auf die Gleise. Biege nach links ab. Ist jetzt nicht so, dass wir direkt auf die Gleise fahren werden. Hoppala. Mein Gott. Ja, die Winterzeit fängt an, Leute, ne? Immer mehr Leute werden krank. Nicht an Corona, sondern einfach an der Grippe oder an einer leichten Erkältung. Können deswegen aber auch nicht arbeiten gehen. Das ist ein Todeskreislauf momentan. Jetzt läuft mir die Nase natürlich nach dem Niesen. Ist genauso nervig. Und dann bleiben sie immer geradeaus. Oh, der Scania hat aber ordentlich mit diesem 61 Tonnen Gewicht zu kämpfen. Biege nach rechts ab. Ja, machen wir doch gleich. Immer mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe. Es läuft doch nichts weg. Ich meine, 61 Tonnen ist jetzt auch nicht eben mal das militärische Rucksackgepäck, ne? Also da ziehen wir schon einiges durch die Gegend. Ach ja, ich bin mal gespannt, ob ich dieses Jahr wirklich frei von Erkältung bleibe. Also ich bin ja echt überrascht, wie gut es mir noch geht, obwohl es mittlerweile so kalt geworden ist. Boah, wir werden so von der Lok nach vorne geschoben, Leute, beim Abbiegen. Krass. Gar nicht so einfach, mit dem Gewicht hinten klarzukommen. Dann regnet es auch noch. Herrlich. Wunderbar. Bessere Bedingungen könnten wir gar nicht haben. Ätzend. Was anderes kann ich dazu eigentlich nicht sagen, außer ätzend. So, hier vorne beenden wir den Auftrag. Ich fahre rückwärts auf die Gleise, setze den Zug ab und dann können wir wieder nach Hause fahren. Die kürzeste Folge ETS 2 ever. Aber wie ich gerade gemerkt habe, der Scania ist sehr gut abgefedert. Wir sind die letzten Tage ja eher die anderen Klassen gefahren. MAN, Iveco, Mercedes. Und da merkt man das schon in der Abfederung, dass die Grundeinstellung, weil ich ändere ja grundsätzlich nichts, deutlich härter ist als in einem Scania. Auch dieser Scania hat übrigens nicht viele Kilometer, sehe ich. Wow. Hat er wirklich erst... Respekt, 97.000 runter. Das ist ein ganz frischer. Ja gut, für solche Frachten sollte man auch keinen gut gebrauchten LKW nehmen. Würde ich behaupten. Ja, Thema Zwickmühle und Erkältung. Ne? Also bei uns auf der Arbeit im Einzelhandel ist es halt so, ist man erkältet, hat man zu Hause zu bleiben. Habe ich dauerhaft Husten oder Schnupfen, habe ich zu Hause zu bleiben. Muss ich die ganze Zeit niesen, habe ich zu Hause zu bleiben. Das ist, früher ist man mit Husten und Schnupfen, ich persönlich,
ich bin da so typisch deutsch drin, bin zur Arbeit gefahren. Weil ich dachte mir, komm, ich kann meine Kollegen nicht im Stich lassen, letztendlich. Mir geht es nicht gut. Aber trotzdem geht man zur Arbeit und gibt halt als statt 100% nur 60 bis 50. Aber man ist anwesend und man arbeitet. Das ist so der typische deutsche Gedanke. Nicht auskurieren ist schon nichts Schlimmes. Bis man dann irgendwann, wie ein Arbeitskollege damals von uns, im Krankenhaus landet wegen einer Lungenentzündung, weil er eine Grippe nicht auskuriert hat. Das sind dann Sachen, wo ich sage, so, ja, man sollte aufpassen, wie man mit einer Erkältung umgeht. Aber darum soll es gar nicht gehen, und zwar um den Hintergrund, in Corona-Zeiten darf man erkältet nicht arbeiten gehen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, und deswegen frage ich euch, wie sieht es bei euch aus in diesem Thema, in diesem Zusammenhang? Könnt ihr, wenn ihr erkältet seid, arbeiten gehen? Oder ist es generell bei euch geregelt, vor Corona, dass ihr erkältet bitte zu Hause bleiben sollt? Wie verhält sich das in Schulen? Weil bei unserer Tochter ist es so, hat sie Schnupfen, hat sie Husten, hat sie zu Hause zu bleiben, außer ein Arzt bestätigt per Attest, dass sie nicht Corona infiziert ist, beziehungsweise nicht Corona erkrankt. Es wird kein Test gemacht, sondern er bestätigt es so gesehen. Wow, 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 Polizei, was machst du denn? Was war das denn für eine Aktion? Hammer. Hat er jetzt echt gedacht, der schafft das noch? Der fährt doch kein Lamborghini. Episch. Ein schönes Foto. Wollte ich unbedingt haben. Ihr könnt natürlich auch auf meinen Discord kommen und dort unter Bilder Fun nicht nur lustige Bilder posten, sondern auch eure eigenen LKWs mal. Ne? Also ihr könnt euch da auch gerne austauschen. Es gibt ETS 2 Talk-Gruppen. Da könnt ihr euch über Mods unterhalten oder so. So wie ihr möchtet. Ja, also nochmal zur Thematik zurückzukommen. Thema Krankheit auf Arbeit und Thema Krankheit in Schulen. Also wie gesagt, bei uns in der Schule ist es so geregelt, hast du Schnupfen, Husten oder was auch immer, hast du zu Hause zu bleiben, bis es weg ist, oder du gehst zum Arzt und holst dir ein dementsprechendes Attest. Das ist übrigens bei unserem Arzt kostenpflichtig. Ich werde aber, falls dieser Moment eintreten sollte, definitiv einen Attest verlangen. Wenn meine Tochter gesund ist, wird sie dann auch weiterhin zur Schule gehen. Dieses Attest werde ich dann aber kopiert der Schule abgeben. Und das Original werde ich persönlich bei der Krankenkasse vorbeibringen und denen mal 2 Minuten was erzählen, dass ich gerade 2 Euro für einen Attest für eine gesetzlich krankgeschriebene Person bezahlen musste. Also, da werde ich leicht krantig. Also, sowas muss nicht sein wegen 2 Euro. Aber es sind zwar nur 2 Euro, aber ihr müsst das so sehen: bei jedem Husten oder Schnupfen müsste ich dieses Attest bezahlen. Immer wieder neu. Ist da gerade ein Auto verschwunden? Mit dem Scheibenwischer nach links? Oder ist der abgebogen? Ich hoffe, der ist abgebogen. Da ist keiner. Ich habe ein Auto weggewischt. Egal. Naja, auf jeden Fall ist es so in der Schule geregelt und auf Arbeit bei uns auch so. Und mich würde es halt wirklich mal interessieren, wie es bei euch geregelt ist. Habt ihr auch so komische Regeln? Was heißt komisch? Es ist nun mal, die Sicherheit geht vor. Aber das würde mich schon interessieren, wie es bei euch geregelt ist. Und ich bin gerade am Schauen, ob der Regen zufallsmäßig auf die Scheibe platscht.
oder immer gleich, aber tatsächlich ist dieser Regen zufallsgeneriert, wo der hinknallt auf der Scheibe. Zumindest vor uns. Auch immer schön zu sehen, wie links der Scheibenwischer rechts alles nach links schiebt und der linke Scheibenwischer alles runterkehrt. Ist gut gemacht. Optisch sieht das richtig gut aus. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Machen wir doch sehr gerne. Nimm diese Ausfahrt. Ist so ungewohnt, nicht aus den Füßen zu kommen. Also das ist echt heftig. Richtig schön hier rechts. Das ist so krass. Ich muss viel stärker einlenken und alles. Also diese kleinen Kurven gehen, aber kaum kommt eine größere Kurve, die schiebt uns nach draußen und sagt uns, nein, du kommst hier heute leider nicht rein. Okay. Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Wir werden gnadenlos von diesem Zug geschoben. Die ganze Zeit. Oh, weia, 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 weia. Ja, geht, ne? 64,2 Liter Durchschnittsverbrauch. Der Scania arbeitet ordentlich. Könnte natürlich auch passieren, dass wir tanken müssen. Zweite Ausfahrt nehmen. Muss nicht unbedingt sein, aber möglich ist das Ganze. Nimm diese Ausfahrt. Meter kommt ein Rasthof, da müssen wir jetzt zum Glück nicht hin. Ich glaube auch vom Timing her dürfte alles in Ordnung sein. Ja, das passt alles wunderbar. Aber Sprit ist geil, ne? 66 Liter. Da denkt man, es großen Fußes unterwegs mit einem Mustang. Und dann haut dir so ein LKW die 66 Liter um die Ohren. Alter. Heftig. Bitte rechts halten. Aber lange schon keine Regentour mehr gehabt in dem Ausmaß, also die ganze Zeit Starkregen. Was ich cool finden würde, wenn wir noch eine Portion Regen mehr hätten. Also nicht nur, dass man die Regenwahrscheinlichkeit ändern könnte, sondern auch die Regenstärke oder die Nebelstärke. Wisst ihr, was ich meine? Bitte links halten. Es ist so ein bisschen vom Nebel her zu schwach, dass ich sagen würde, ja, das sieht realistisch aus. Und vom Regen, jetzt der Regen hier geht, der sieht richtig gut aus. Aber es gibt ja wirklich Regenfälle in ETS, die sehen überhaupt nicht gut aus. Willkommen in Riga. Erster Aufenthalt in Riga. Und hier geht die Sonne auf. Wir kommen in Riga an. Der Regen wird leichter. Immer geradeaus. Und die Sonne geht auf. Beziehungsweise die Sonne kämpft sich gerade durch dieses Gewitter. Biege nach rechts ab. Ich
Ich meine, das Foto gerade eben sah schon gut aus, aber das hier sah nochmal so ein Ticken besser aus. Kennt ihr das? Wenn ihr überlegt, so ein Foto zu machen im ETS, welche Position sieht gut aus? Oh, weia. So, zur Firma Rossmark. Das war eine schöne Fahrt. Das weiß ich nicht, ob die schön war. Schön ist die erst, wenn wir tatsächlich ohne Beschädigung komplett angekommen sind. Und das sind wir ja leider noch nicht. So. Und wie man sieht, wir haben wieder eine mitlenkende Achse, aber keine aktive lenkende. Sondern die ist irgendwie separat angesteuert. Ich bin mir nicht sicher, aber anscheinend schon. Weil eine aktive würde ja mitlenken, wenn ich lenke. Diese lenkt irgendwie mit dem Gelenk des Anhängers mit? Keine Ahnung. So, wir machen das Ganze langsam. Wir haben Zeit. Es läuft nichts weg. Aber auch hier stelle ich wieder fest, wie schön doch ETS 2 nach diesen ganzen Jahren aussieht. Herrlich. Es sitzt fast perfekt. Aber auch nur fast. So, ich verabschiede mich schon mal. Für euch gibt es jetzt noch die Details vom Auftrag. Bis dann, bleibt beseit, danke fürs Zusehen, macht's gut und Tschüssikowski. Ciao.